Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich habe gerade gesehen, wir können noch leveln. Von daher gehe ich kurz ins Inventar. Mal schauen. Ein Vorteilspunkt und ein Attributspunkt. Ich glaube, ich würde auf technische Fähigkeit gehen. Sprengstoff, Tech-Waffen, Cyberware. Ja. Und dann auch gerade hier kurz schauen, was es so gibt. Okay, um das hier auswählen zu müssen, müssen wir Tech Level 9 erreichen. Straßenkampf. Auf Katzenpfoten, Bewegungstempo, Schuss auf Schadensminderung. Killerinstinkt. Messern, Echsen und Schallgedämpften Feuerwaffen außerhalb des Kampfes. Also dann wird direkt eine Vorschau für möglichen Schaden angezeigt. Hört sich auch ziemlich interessant an. Fahrzeughacks. Explosionsschaden. Okay, wenige Speicherkosten finde ich auch gut. Gesundheitsregeneration, Tempo Chunky. Power Slide. Parkour, Klettergeschwindigkeit. Nachladen beim Sprinten. Schießen beim Sprinten, Rutschen, Klettern. Ich würde da, glaube ich, mal, was war's, schnellere Übertragung nehmen. Genau, doch. Und dann habe ich hier, die Mission bei Vector markiert, damit wir ihm mal seine Schulden abbezahlen können, also unsere Schulden. Und auf dem Weg würde ich hier diese Verbrechensmeldung noch machen. Und vielleicht auch diese hier. Vielleicht auch diese hier. Mal schauen, ob wir überhaupt dahin kommen in dieser Folge. Aber let's go. Da haben wir ja schon was. Also die Verbrechensmeldung. Не надо, я не. Ich glaube, das war's schon. Ich glaube, das war's schon. Na, hier wird das Gespräch. Wenn es denn auftauchen würde. Das will gerade nicht auftauchen. Doof. Splitter. Nee. Auch nicht. Ich müsste da mal ein paar Sachen lesen. Ich glaube, das hier war's. Yo, welchen Container ist es? Welcher Container ist es? Scheiße, woher soll ich das wissen? Ich dachte,
Du sollst das aus dem Tiger rausholen. Ja, der Plan ist am Arsch. Der Wichser hat mich angegriffen, muss ihn einschläfern. Also hast du auch keine Ahnung? Nö, hab dir schon alles von meinem Kontakt gesagt. Aber das Zeug muss irgendwo da sein. Sieh dich halt um. Ja, toll, danke. Okay, irgendwas hat's mit einem Container auf sich. Okay, der Transport ist da. Markier den richtigen Container. River Courier Service, holt ihn morgen ab. Übermorgen ist er schon über die Grenze. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Irgendein Container hat hier wohl irgendwas drin. Schau mir die mal kurz an, ob irgendwo eine Markierung drauf ist. Öffnen kann ich auch keiner von denen, komisch. Und hier ist auch irgendwie keiner markiert oder so. Hier den Container. Oder ist so ein Container gemeint? Oder so einer? Ich weiß ja nicht, von welchem Container ich spreche. Ob der Container da drüben ist. Oder sonst irgendwo. Sieht mir zumindest gerade nicht so aus, als ob da irgendwie was wäre. Kerl, hätte es mich fast gehabt. Das war knapp. Habe ich ein bisschen mit dem Feuer gespielt? Schade, kann man nicht rein. Ist wahrscheinlich auch nichts. Aber hier ist auch nirgendwo ein Container markiert. Das macht mich jetzt hier suspicious. Aber ist gar nichts hier. Welchem? Der hat Graffiti drauf, der Container da oben. Ah. Okay.
gut, dass ich mich doch noch ein bisschen umgesehen habe. Details. Sobald du da bist, markierst du den richtigen Container mit TCX. So ist es mit Reverse-ES abgemacht. Sei vorsichtig, da draußen fängt man sich leicht eine Klinge im Rücken ein. Kawara. Nice. Kann man jetzt eigentlich eben diese Waffen irgendwie aufmutzen? Oder wie funktioniert jetzt das hier im Game? Itemherstellung. Upgrades. Naja gut, das haben wir zumindest. Dann geht's mal weiter. Kurz mal speichern. Und ab zu Victor Vector. Ich lasse mich sehr viel ablenken, merke ich. Auch wieder was, ne? Da auch. Das hier können wir sonst vielleicht noch machen. Auf dem Weg. Oder das hier, das ist näher dran. Da fahren wir so gesehen vorbei. Dann kurz bei ihm das Geld abgeben. Da können wir noch eine Waffe abholen. Okay, plötzlich ist hier einfach mega viel Verkehr. Sorry, muss da kurz durch. Wie man sieht, habe ich auch jetzt eine Mod installiert, die ein bisschen mehr Verkehr in die Stadt bringt. Oder besser gesagt, in die Straßen von Night City. Und ich finde, das macht doch ein bisschen einen großen Unterschied. So, mal schauen, wo wir hier jetzt hin müssen. Irgendwie nach oben. Nachdem ich hier diese Kiste geloot habe. Sonst noch wo was Spannendes? Attention all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported at corner of Drake and Cartwright. Tiger Claw gang members suspected of armed robbery and extortion are at the scene. Leader is Mokomichi Yamada, aka Motor Boy. Cities put up a reward for the removal of Yamada and his accomplices from the area. Okay, einfach umbringen. So wie immer. Das waren schon alle. Ziemlich einfach wieder. Aber gut, ich sagte ja nicht nein dazu. Und die haben hier offensichtlich einfach eine Arbeiterin gebraucht.
Miese Schweine. Ein archiviertes Gespräch. Hey, bist du wach? Klar, du weißt doch, dass ich nachts arbeite. Ich lege mich morgen früh ins Bett. Was gibt's denn? Die Bullen kommen bald vorbei. Inspektion oder so. Schon wieder? Die waren doch letzte Woche erst hier. Unsere Papiere sind in Ordnung. Einer von denen heiratet bald, will einen billigen Junggesellenabschied feiern. So eine Scheiße. Danke für die Info. Kein Ding. Schau mal, wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Ich gebe dir einen aus. Ja, das hat sich wohl jetzt erledigt. Dass irgendwer irgendjemandem einen ausgibt. Hier oben ist nichts, aber da können wir irgendwo noch was hacken. Abgefangene Polizeifunk. 10.22 Uhr, zwei Streifenwagen, Parish Street. 12.03 Uhr, gemeldeter Überfall, Knoll Street. 14.15 Uhr, gemeldeter Einbruch, California Avenue. 16.22 Uhr, Mixtag AV auf dem Weg zur Monterey Street. 18.10 Uhr, Bullen machen sich bereit für eine Razzia in der Kennedy Avenue. Hey, ich habe ein Problem. Okay, einfach wieder irgendeine Spam-Mail. Lese ich jetzt mal nicht durch. Alle bereit? Warten auf das Signal. Gut, ihr habt grünes Licht. Die Anweisungen sind simpel. Areal um die Antenne sichern. Und das, und dann das Paket von Ishika anbringen. Und aufpassen, dass sich keine Cops nähern. Alles klar. Wie ist die Lage vor Ort? Müssen wir uns auf den Kampf gefasst machen? Nein, Areal ist geräumt. Aber wenn jemand seine Visage zeigt, dann schießt ihr sofort rein, ohne zu zögern. Verstanden, wir rücken jetzt aus. Ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, erledigt. Keine Probleme. Perfekt, ich komme in 2 Stunden vorbei. Naja, keine Probleme. Sieht für mich ein bisschen anders aus. Nämlich ohne Fatalities. Und hier gibt es dann wohl wieder ein bisschen Money, glaube ich. Data Mining, ja. Wenn wir gleich bei Victor Vector sind, können wir ja wieder das eine Implantat rausnehmen. Das uns so viele Speicherpunkte kostet. Wie gesagt, ich möchte doch ein bisschen mehr auf Hacken auch gehen. Und mit so wenigen Speicherpunkten ist das ziemlich schwierig. Geile Musik wieder. Was ist das? Okay, interessant. Ich kann keine Daten von dem anschauen. Netrunner. Deshalb nicht. Weil es ein Netrunner ist.
Ich lasse die mal. Keine Ahnung, was da los ist. Victor, ich komme, um dein Geld abzugeben. Finally scrounged up enough eddies to pay you back in full. Hold on to them just in case. You need them more than me. Not taking them all the way to my grave. Here. And thanks again for doing so much work on me without ever seeing an any. That's what friends are for. Vielen Dank, Victor. Besser spät als nie abgeschlossen. Genau. I was thinking about swapping some chrome. Got any new toys? Have a look. Ja. Das war's. Ermöglicht kritische Treffer für deine Quick Hacks, aber minus 4 maximal Speicherpunkte. Bonusschaden im Stealth-Modus. Das hört sich gut an. Achso, nee, wait. Ich muss das kaufen bei ihm. Ach komm, why not? Oder? Hä? Oh, ich check's gerade nicht. Oder kosten. Nee, ich kauf die Cyberwert doch gerade, oder nicht? Das finde ich doof. Das ist eigentlich auch noch gut. RAM Upgrade. Nehmen wir doch auch noch mit. Und upgraden das auf Kategorie 2+. Ziemlich weird das Ganze mit dem Upgraden und so weiter. Militech Paroline MK1. 5 Speicherpunkte, 14. Was heißt das blaue 4? Quick Hack Menu. Ach so. Also 4 Quick Hacks auf einmal. Also könnten wir in die Reihe. Sande Wistern. Sechs Speicherpunkte und 5. Arasaka 6 und 5. Das mit dem Upgraden vorhin, also vor dem Update, fand ich ehrlich gesagt wirklich besser. Weil 13.000 kostet diese Shit. Aber ich würde es, glaube ich, kaufen trotzdem. Okay, bei den Armen müssen wir leider warten. Neigungsgeschwindigkeit von 20 von Kameras, vierfacher optischer Zoom. Sechsfacher optischer Zoom, hebt Kameras und Geschütztürme hervor. Hebt Gegner in Deckung hervor. Hebt Sprengstofffahren hervor. Ich
Ich meine, wir müssen ja ein bisschen was machen. Titaniumknochen, Kategorie 2, 2000, 3 Panzerung plus 2 Nahkampf. Würde ich vorerst lassen. Erhöht die Schaden auf Querschläge mit Powerwaffen. Eins plus. Also auf zwei. Ja, komm. Let's go. Nervensystem 5000. Bewegungstempo, Takedowns. Ist alles so mega teuer. Mindestens 5000 kosten die Dinge. Plus 25 Panzerung. Den könnten wir upgraden auf Kategorie 2. 49 Panzerung. Das ist mega wenig halt. Minus 11% erlittenen Schaden. Es fällt mir gerade die Musik hier drin. Schadensminderung plus 2 Gesundheit für 2000. Verstärkte Sehnen. Leisere Bewegung. Bonus Schaden im Stealth-Modus. Quick-Egg-Schaden. Erhöht das Springtempo. Luchspfoten hört sich eigentlich noch gut an. 50% leisere Bewegung. Ich würde jetzt mal die Luchspfoten nehmen. Hört sich lustig an. Und können wir gleich upgraden auf Stufe 2. Plus. Alles andere lasse ich, glaube ich, mal. Vielleicht können wir da noch irgendwas verkaufen, das wir nicht brauchen. Skelett könnten wir noch upgraden. Stufe 1 plus. Aber bringt gar nichts. Nee, das bringt gar nichts. Beim Quick Hack Menü kurz schauen, da nichts mehr ausgerüstet ist. Kurzschluss, Optik Neustart, Ping und Überhitzen. Stealth Quick Hack. Kategorie 3, Kategorie 2, okay. Zwei plus einfach mehr so weiter Radius. 10 Target-Kapazität. 8 Schaden Querschläger. Elf Schaden Querschläger.
700. Okay, das war das. Ja. Das war's erstmal, würde ich sagen. Vielen Dank dafür, Victor. War mir ein Vergnügen. Und ja, bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Cyberpunk 2077. Haut rein. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.